Willkommen zurück wieder mal bei einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Leider immer noch nichts mit dem Server, aber da kann ich noch eine kleine Geschichte nebenbei erzählen, während ich da oben jetzt gleich den Boden reinziehe. Mache ich den aus Glas oder? Ich glaube, den mache ich aus Stein. Gut, folgendes. Ja, ist mir schon fast ein bisschen peinlich. Ich dachte, die hätten mich wieder übers Ohr gehauen wie die letzten, ne? Derweil mussten wir einen. War das schon alle? Wir mussten, wie heißt es nochmal? So ein Schreiben, eine Überweisung mussten wir machen. Damit die das Geld auch bekommen. Verstehst du? Das, schon klar, dass die dann nicht, ja. Dass sie da gesagt haben, nee, nee du, mach mal nicht. Ist ja logisch, weil die wollen ja auch zu ihrem Geld kommen. Acht Stück, ich baue gleich nochmal ein. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller vielleicht. Zack. Hoffentlich brauchen wir überhaupt noch so viele. Dann baue ich hier aber gleich zwei Öfen hin. So. Mache ich das einfach so, weil in die einen Öfen kommt ja dann das da und die Cleanstones und die. Ach nee, stimmt, das macht man ja mit der Workbench. Ach ja, ich bin so schlau. Ich mache die einfach mal wieder mal weg. Und weil die Frage kam, wann wir wieder mal mit Musik spielen, das kommt auch noch demnächst wieder. Eventuell, ich denke aber mal schon, weil mit Musik ist das Ganze ja noch ein bisschen ansprechender. Dann hört man nicht nur mein Gefasel. »21« haben wir schon mal. Ich gehe da mal schnell hin. So, dann soll das mal schmelzen. Haben wir schon wieder vier mehr, siehst du? 25. In der Zeit können wir schon mal einen Schnitzel reinhauen. Boah, ich hätte das wirklich offscreen machen sollen, das mit dem Schmelzen. Wäre vielleicht besser gewesen, dann würden wir jetzt wenigstens mal ein Stück vorankommen. Und nicht ständig hier hinten dran hängen, weil nichts vor sich geht. Aber andererseits wollt ihr mit Sicherheit auch, dass ich, ne, und so. Hab grad doch eine Idee. So geht's logischerweise schneller. Hä? Zack. Oh, ich bin so schlau. So, jetzt schmelzen dann nämlich alle drei auf einmal. Da kann ich vorbeigehen. Zack. 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 Und zack. Und zack, haben wir schon wieder 20 Stück. Jetzt können wir wieder hoch und in der Zeit, wo wir hochgehen, wird's dunkel. Na, super. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
So, den einen, den hängen wir noch da dran. Joa, wird auch schon langsam. So bedrückend finde ich das jetzt auch nicht. Das wird halt jetzt eine Riesenbude, ne? Oder weißt du was? Ich lasse das einfach mal schmelzen und mache was anderes. Nebenbei, damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir noch was ausgedacht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich baue hier, nachdem ich schlafen gegangen bin, ich habe mir gedacht, ich baue einfach so ein kleines Dorf auf. Was haltet ihr von der Idee? Und da kann man vielleicht ein paar Leute einziehen lassen und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich, wo bauen wir das hin? Da hinten war irgendwo ein Fleck. Oder wo war das? Ach, fast geschafft. War das da drüben? Da habe ich doch aufgefüllt, ne? Ja. Ich müsste eine ideale Fläche finden, wo ich eben auch so ein schönes Dörfchen bauen kann, was auch noch auf meiner Liste steht. Was ich seit 140 Folgen noch versuche. Oh, Farbstoff. Können wir ein bisschen färben und kriegen auch gleich ein bisschen XP. Und irgendwo war hier noch eine Sau. Nee, hier habe ich alles aufgefüllt. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch ein Haus bauen sollten. Hier bietet sich aber auch keine flache Fläche dafür an. Flache Fläche. Flache Fläche. Klingt irgendwie komisch. Ich muss sagen, hier gibt es wirklich nicht sonderlich viel. Ah, das eine reicht für den kleinen Hunger. Hallo, Mr. Pigman. Danke. Oder vielleicht hier. Hallöchen. Na. Mr. Pigman, ich muss schon sehr bitten. Der ist aber spendabel. Da hinten sieht's doch gut aus. Ja, es geht. Auf jeden Fall haben wir hier viel Viehzeug. Ja, ich überlege gerade. Theoretisch für so ein kleines Dörfchen. Aber ich weiß nicht, da müssen wir so viel auffüllen und so. Geht's hier noch weiter mit, ja, wir wandern heute einfach mal ein bisschen. Und essen nebenbei auch ein bisschen was. Von Pferden gibt es jetzt nicht wirklich viel. Aber durch das ganze Rennen verprassen wir ganz schön viel Energie. Was ist hier denn Schönes? Hoffentlich kein Creeper, der macht mir hier alles kaputt. Ein Schneebiom.
Da können wir ja mal Spaß und der Freude durch eigentlich. Hallo, Mr. Zombie-Mann. Na? Kommen Sie her, kommen Sie ran, na? Da ist Zuckerrohr. Aber erstmal hole ich mir hier natürlich. Ein bisschen was weg. Ein bisschen ist relativ. Ich hol's für den ganzen Wald ab. So. Und weiter rein ins Schneebiom. Natürlich mit gezogenem Schwert. Ne, ich glaube, einen Baum hole ich mir noch. So, wie viel Holz haben wir denn? Naja. Für eine notdürftige Hütte reicht's nicht unbedingt. Kann man ja eigentlich auch mal wieder machen. Hoffentlich sind wir nicht zu weit weg und das brutzelt weiter. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Ich laufe einfach mal querfeldein. Ah, Schafe. Drei Wolle, sogar drei verschiedene. Oh, vier Wolle. Das war ein Versehen. Färbemittel. Na komm, du schönes Färbemittel. Wie viel haben wir davon jetzt? Drei Stück. Ist jetzt nicht gerade die Welt, aber wir haben sowieso noch nie so wirklich richtig die Karte erkundet. Fällt mir gerade so ein. Na toll. Ja, da sagst du was. Wäre hier nicht ein idealer Ort für ein Baumhaus? Also ich finde es hier klasse. Komm, mach ich jetzt einfach mal. Muss ich nur gucken, wie ich das dann mache. Zack. Oh ja. Machen wir erstmal Stickies. Hat leider nicht ganz gereicht. Zack. Zack, habe ich gesagt. So, schon besser. Toll, Kohle haben wir natürlich auch keine. Toll. Voll cool, voll professionell. Meine Güte. So. Ja, das sieht schon besser aus. Was machen die so weit weg? Geht ja mal gar nicht. Das Pferd beobachtet uns. Hallo Schweini, wenn du schon mal da bist, ne? Boah, das geht so schnell mit dem Schwert. So, machen wir mal Folgendes. Müsste ja eigentlich schon reichen, erst einmal.
Ja, müsste erstmal reichen. Ich habe vielleicht vor, das mit Glas zu machen, so ein bisschen. Wenn meine Augen richtig sehen und da unten tatsächlich Sand ist. Schänden wir einfach mal hier die Umwelt. Das ist ja nichts Neues. Da haben wir ja schon Erfahrung drin. Schend, 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 schend. So. So viel Erde wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Wenn es einem schon mal angeboten wird, ne? Wie heißt es so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. In dem Sinne Sand. Wo bist du? Oh. Doch ich glaube, wir kamen von da. Da gehe ich auch ganz schnell wieder hin. Ja, von da kamen wir. Und bring da erstmal ein paar Fackeln an. So. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Stein. Gut, dann würde ich einfach mal sagen. Ich würde einfach mal sagen, ich hau mich hier einfach mal aufs Ohr. Und bis zum nächsten Morgen. Was? Wie bitte? Wie ist das denn möglich? Da sind wir anscheinend gerade rausgepackt. Hühnchen! Lecker, lecker. So, da würde ich sagen, wir machen mal weiter. Ich leih mir hier mal die Klötze aus, weil ich habe ehrlich gesagt nicht dran gedacht, dass wir da jetzt, ne, und so.
Hier ist so eine kleine Basis. Ah, Mist. Na, was vergessen. Na egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.